Wir versuchen natürlich auch, sag ich mal, das Erbe unserer Väter, was die hier mal angefangen haben, auch so weiterzuführen für die nächsten Generationen. Vorsorge halber, aber passiert ja nichts. Kann man nicht laufen. So Leute, wir sind jetzt alle zusammen. Wir sind gestern aufgewiesen und haben die Erde abgedeelt. Und jetzt will man sie verlosen, dass die Sache weitergeht. Die eingeschnittene Zahl zeigt in die Richtung der Waldfläche, der sie zugeordnet ist. Die Anteile können vererbt und verschenkt werden. 8. Dann haben wir Schumacher Heinz. Das Forstamt hat mit der Waldnachbarschaft einen Betriebsleitungs- und Beförsterungsvertrag und in diesem Rahmen wird die Bewirtschaftung durchgeführt. Nach dem Begrüßungsschnaps steht gleich die Begehung zusammen mit der biologischen Station Oberberg an. Die Waldnachbarschaft, wenn die hier nicht tätig wäre, dann könnten wir diese Lebensräume mit dieser Artenvielfalt nicht erhalten. Alle Sachen werden gemeinschaftlich beschlossen und werden praktisch mit Mehrheit entschieden.